seit 6 Jahren ich wohne in dieser Wohnung in Wien. Die Wohnung ist sehr klein. Wir sind 5 Personen. Die Kinder haben keine eigene Zimmer zum Schlafen oder sie haben nicht den Tisch zum Schreiben. Es sind Szenen aus Österreich, die schockieren. Auf diesen 45 Quadratmetern lebt eine 5-köpfige Familie. Die eigentliche Wohnküche dient nicht etwa nur zum Kochen und als Wohnzimmer. Familie Hafizi schläft hier auf Matratzen. Kein eigenes Zimmer, kein Freiraum, geschweige denn Platz für Schreibtische oder Betten. Wir sind in einer sehr kleinen Wohnung in Wien. Die Wohnung hat 45 Quadratmeter und es wohnen 5 Personen. Im Wesentlichen spielt sich das ganze Leben in einem Raum ab. Der Raum wird genutzt als Raum zum Essen, Raum zum Spielen und auch Raum zum Schlafen, wo die Familie sich gemeinsam aufhält. Und es ist extrem eindrucksvoll, was die Strategien der Familien sind, wie sie das nutzen. Die Kinder haben erzählt, wenn sie Streit haben, dann gehen sie in unterschiedliche Teile von diesem einen Raum oder sie gehen hinaus. Schön zu sehen ist auch, dass die Unterstützung der Volkshilfe von den Eltern dafür eingesetzt wird, dass die Kinder eben nicht zu Hause lernen müssen, sondern die Nachmittagsbetreuung besuchen können, wo sie in Ruhe lernen können, was hier einfach nicht möglich ist aufgrund der räumlichen Möglichkeiten. Ich mache also meine Hausübungen in Nachmittagsbetreuung. Ich stehe in der Mitte. Kinderarmut ist in Österreich traurige Realität. Vor allem die Pandemie setzt armutsgefährdeten Familien immer weiter zu. Der Einstieg in die Arbeitswelt scheint zudem immer schwerer. Mansur kommt 2017 nach Österreich. In Kabul absolviert er im IT-Bereich eine Ausbildung. Nach seinem Asylverfahren schreibt er eine Vielzahl an Bewerbungen. Doch Mansur sei chancenlos am österreichischen Arbeitsmarkt, so einer der Arbeitgeber. Doch der Vater von 3 Kindern gibt nicht auf. Beim AMS möchte er sich nun im IT-Bereich weiterbilden lassen. Um über die Runden zu kommen, unterstützt die Volkshilfe Österreich Familie Hafizi. Das Geld fließt primär in die Nachmittagsbetreuung der beiden älteren Kinder. In der Schule können sie täglich bis 16 Uhr in Ruhe ihre Hausaufgaben erledigen, mit anderen Kindern spielen und die Zeit im Freien verbringen. Gemeinsam mit der Volkshilfe Österreich, Puls 4 und IKEA möchte man Kinderarmut in Österreich abschaffen. Durch unsere Zusammenarbeit mit der Volkshilfe wissen wir oder sehen wir auch, dass es oft wirklich einfach an ganz grundlegenden Dingen fehlt. Sehr oft gebraucht werden zum Beispiel Betten oder auch gefolgt von Kästen oder auch Matratzen stehen ganz hoch oben auf der Liste. Wir geben den betroffenen Familien dann sehr gerne Gutscheine mit, darüber freuen sie sich immer sehr. Vor allem die Kinder, wenn sie dann dieses Einkaufserlebnis, das ihnen sonst oft verwehrt bleibt, wirklich da auch haben können und sich selbst die Sachen für sie alleine, die ihnen am besten gefallen, selbst aussuchen können. Familie Hafizi ist nur ein Beispiel für rund 1,5 Millionen Menschen in Österreich, die unmittelbar von Armut betroffen sind. Schaffen auch Sie Mut bei Familien und zaubern Kindern und Eltern wieder ein Lächeln ins Gesicht.